Ich habe mich sehr gefreut über den Preis, weil es vor allen Dingen eben ein Preis von Künstlern für einen Künstler oder eine Künstlerin ist. Und das sticht für mich eigentlich schon mal raus. Und zum anderen bin ich auch schon ein paar Jahre dabei, in mehreren Funktionen. Einmal als ausstellender Künstler, als Jurymitglied und als ausjurierter Künstler. Also ich habe jetzt und jetzt als Preisträger, also ich habe so alle Stationen miterlebt. Wir haben uns eigentlich mit den Juroren und den anderen Mitgliedern des Vereins darauf geeinigt, eine ältere Arbeit vorzustellen, die Arbeit der Fakes, was mich sehr freut, weil die Arbeit, die ich noch nicht in Düsseldorf im großen Stil gezeigt habe und auch noch nicht auf der die große. Das ist eine relativ komplexe Arbeit. Die Fakes beinhaltet also Aufnahmen von Gegenständen zur Wirtschaftskriminalität, also Produktpiraterie, Drogenschmuggel. Ich habe diese ganzen Objekte von einem relativ knallbunten Hintergrund aufgenommen, um so eine Ästhetik der 70er Jahre Warenindustrie da reinzubringen. Und das zeigt so ein bisschen die Doppeldeutigkeit, die diesen Objekten anhaftet. Also man sieht nicht, worum es geht. Also das ist eben auch im Namen Fakes verwurzelt. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe eine Festplatte fotografiert. Man sieht also die Dioden und Halbleiter und es geht eigentlich nur um das Kokain, weil die ganze Festplatte besteht aus Kokain. Und so ist es bei anderen Objekten eben auch, bei einem Frisierstuhl, der auch Drogen beinhaltet, oder bei einer kleinen Figur, Luke Skywalker, die gefälscht ist. Da handelt es sich um Produktpiraterie. Und der Gedanke dahinter ist halt, dass die Fotografie, also auch wenn sie sich sehr dokumentarisch verhält, überhaupt nichts über das Abgebildete aussagt. Ja, ich denke schon, dass die große ein Sprungbrett für junge Künstler sein kann. Es ist natürlich auch eine Verkaufsbörse, auch für gestandene Künstler. Es stellt aber vor allen Dingen erstmal eine Öffentlichkeit her für viele Künstler, ob man jetzt was verkauft oder nicht. Und die Bandbreite macht das dann. Und von daher ist das, glaube ich, auch schon eine einzigartige Veranstaltung in Deutschland. Also es geht weit darüber hinaus, was sonst so an städtischen Ausstellungen oder regionalen Ausstellungen Künstler es gibt. Und da hat das schon noch ein größeres Maß an Professionalität erreicht als anderen Orten, muss man schon sagen. Das Bild hinter mir ist ein Bild vom Kölner Opernhaus als Mahnmal der Bauruine. Und aber ich habe das zu einem Zeitpunkt fotografiert, als alles noch danach aussah, dass man pünktlich einziehen könnte. Das hat sich dann ein Jahr später als Trugschluss erwiesen. Und es gibt in Köln schon Interessenten an dem Bild, auch von offizieller Seite, aber im Moment ist die Wunde halt offen. Und da wartet man, glaube ich, erst, wenn die grandiose Neueröffnung vonstatten gegangen ist. Und dann kann man sich vorstellen, dass es dann noch im Foyer hängt. Ja. Du hast ja nur in Düsseldorf studiert, wohnst aber in Köln, bist auch eigentlich Kölner. Was ist die Fotohauptstadt von NRW? Ist das Düsseldorf oder Köln? Dann würde ich sagen Lippes. Ich wohne in Lippes.